Das neue Statussymbol in deutschen Küchen, der Thermomix. Und alle 31 Sekunden wird auf der Welt ein Thermomix verkauft. Wenn es um die Ausstattung geht, ist vielen Hobbyköchen gerade mal das Beste gut genug. Uns interessiert nicht billig, sondern uns interessiert nur gut. Kochen als Event. Satt zu werden spielt nur noch eine Nebenrolle. Was zählt, ist der Genuss. Es läuft im Mund im Prinzip. Beim Essen sehen die Deutschen plötzlich Sterne. Und das lassen sie sich was kosten. Ich sag mal so, das sieht jetzt so ganz einfach aus, aber ein Riesenaufwand, ne? Der neue Luxus in Deutschlands Küchen. Jetzt in der Spiegel TV-Reportage. Am Rand des Sauerlands liegt die Heimat der Thermifee. Stefanie Holz, Hausfrau und dreifache Mutter, kocht mit dem Thermomix und filmt sich dabei selbst. Bis zu dreimal pro Woche stellt sie Videos ins Netz. Mehr als 400 Folgen ihrer One-Woman-Show hat sie bisher produziert. Und die wurden über 6 Millionen Mal geklickt. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Wir machen heute ein All-in-One-Gericht. Und zwar machen wir Putenrouladen mit Tomatenpesto. Dazu gibt es mediterranes Gemüse und natürlich Reis mit einer ganz leckeren, vorzüglichen Soße. Das Rezept findet ihr in eurem TM5-Kochbuch. Das sind diese sogenannten All-in-One-Rezepte. Das heißt, ich habe meine Beilage wie Reis oder Kartoffeln. Das kann ich ja frei wählen, wie ich das möchte. Dann kommt ja der Varoma oben drauf und da kommen die Lebensmittel rein, die dampfgegart werden. Das heißt, das Fleisch und das Gemüse. Und im Endeffekt habe ich also unten meine Heizquelle. Das Wasser verdampft, gart mir also zuerst Kartoffeln oder Reis. Und der Dampf geht dann oben in diesen Dampfgaraufsatz, in den Varoma. Den habe ich mir hier schon zur Seite gestellt. Und hier dampfgart der mir dann Fleisch und Fisch oder Gemüse. Ne? Das, was man halt haben möchte bei dem Rezept. Betreutes Kochen. Ein Display zeigt an, was zu tun ist. Den Rest erledigt der Apparat. Er schnippelt, er malt, er knetet, er kocht. Ein Gerät also für Menschen, die Kochen gern anderen überlassen. Auch für Stefanie Holz war die Arbeit in der Küche früher kein Vergnügen. Der Thermomix hat mein ganzes Leben verändert. Mir schwirrt ja nichts anderes mehr im Kopf rum, als nach neuen tollen Rezepten zu suchen, im Internet, bei Facebook Kontakt mit anderen aufzunehmen, wenn ich irgendwelche Rezeptbilder sehe, dass ich denke, boah, das sieht toll aus, das musst du unbedingt machen. Den vermeintlichen Alleskönner kann man nicht einfach so kaufen. Bestellen darf ihn nur, wer an einem sogenannten Erlebniskochen teilnimmt. Das findet immer in Privathaushalten statt. Es gibt allerdings auch Modelle von der Konkurrenz, die man kaufen kann, ohne vorher kochen zu müssen. An diesem Abend liegt vor den potenziellen Kunden jedoch noch jede Menge Arbeit. Wir werden einen Brotteig gemeinsam mit den Gästen herstellen. Dann werden wir ein Eis direkt im Anschluss auch servieren, dass die Gäste schon mal ein bisschen was zum Probieren haben. Und anschließend werden wir unseren Käseaufstrich zubereiten, einen Rohkostsalat und zum Schluss werden wir dann ein komplettes Menü gemeinsam aufsetzen. 5 Gäste werden erwartet. Am Ende sollen sie alle zu Fans werden. Bei Gastgeberin Michaela Karfitz muss keine Überzeugungsarbeit geleistet werden. Sie hat schon ein Gerät, interessiert sich aber für das neueste Modell. Seit ich den Thermomix habe, koche ich öfter, weil es halt einfach auch schneller geht. Ich werfe einfach alles rein und dann macht es der Rest macht's von alleine. Und so die allerbeste Köchin bin ich auch nicht. Deshalb war das für mich, wenn ich genau weiß, wie viel Gramm ich von was nehmen muss und schmeckt trotzdem, das war dann eigentlich der Punkt, warum ich gesagt habe, das wäre mein Gerät. 1109 Euro kostet der Thermomix zurzeit. Ab April fast 1200. Er verkauft sich trotzdem wie verrückt. Mein Sohn hatte letztes Wochenende eine Verabredung und hat gesagt, wir haben zu Hause einen Thermomix und ich bekoche euch. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Das hat er ganz toll hingekriegt. Was gab's denn? Es gab erst eine Kürbiscremesuppe, dann hat er Spaghetti Carbonara gemacht und danach gab's eine Mousse. Spaghetti Carbonara im Thermomix? Wie geht das denn? Ich glaube, da ist die Frau Steller dann doch die bessere Ansprechpartnerin, weil ich. Hauptsache, der Thermomix weiß es. Mehr als 16.000 Vertreter sind bundesweit im Einsatz, die meisten davon Frauen. Auch bei den Kunden sind Männer deutlich in der Unterzahl. Das ist er. Der Neue?
schon mal. Ja, hoffentlich, deswegen bin ich da. Ich kenne das Gerät zu wenig, deshalb bin ich mal gespannt. Ich denke, das ist so eine Kombination aus Küchengerät und natürlich aus Backofen. Ich denke, alles in allem. Hat er Backofen gesagt? Ja. Er hat ja gesagt, Kombination mit Backofen. Ne? Das finde ich toll, weil daran sieht man, dass er wirklich keine Ahnung hat, was ein Thermomix kann. Super. Das Erlebniskochen gleicht der Veranstaltung einer Sekte, die Jünger rekrutiert. Mit suggestiven Fragen wird die Illusion genährt, dass ein Thermomix nahezu alles erledigt, was lästig ist in der Küche. Was ist dir beim Kochen und Backen am wichtigsten? Gesund und schnell. Schnell darf es sein. Ich hab's dann beim Kochen gern einfach und schnell. Mhm. Wichtig ist es mir gesund und schnell. Liebe Tati, wie sieht es bei euch aus? Ich würde gesund und einfach nehmen. Was stört dich am meisten? Spülen. Spülen? Mich stört das Vorbereiten, Zerkleinern und wenn ich ständig dabei bleiben muss. Und was empfindest du als so ein bisschen störend? Wie viel darf ich da ankreuzen? So viel wie du möchtest. Zerkleinern, aufräumen, spülen und so. Doch die teure Zauberschüssel hat nicht nur Fans. Foodblogger David Seitz, ein Hobbykoch aus Leidenschaft, ist so etwas wie eine Anti-Thermifee. Er hat die Nase voll von Fanatikern, die behaupten, ohne die Küchenmaschine nicht mehr leben zu können. Er will kochen und nicht Thermomixen. An diesen Menschen nervt mich eigentlich am allermeisten, dass ich bei ihnen bei Gesprächen in der Küche und wenn es rund ums Thema Kochen und Essen geht, fast immer alles um den Thermomix dreht. Das heißt, ich will da manchmal über Zutaten reden, über Zubereitungsarten und nach 10 Sekunden spätestens geht es dann um diesen Thermomix, der glorifiziert wird und man hat manchmal das Gefühl, da steht eigentlich gar niemand in der Küche, der richtig kocht, sondern da steht einfach dieser Thermomix und alles dreht sich nur um ihn und es nervt mich einfach. Sein Credo, es gibt ein Leben vor dem Thermomix, was der Fanblock des Geräts anscheinend vergessen hat. Wenn man dann sagt, du, ich brauche den Thermomix eigentlich gar nicht, ich mache das irgendwie so, zack, zack, in der Pfanne, dann stößt man da auf völliges Unverständnis. Warum denn? Das geht doch viel schneller und das wird doch nur im Thermomix perfekt. Also da gibt es dann keine Wahrheit außerhalb des Thermomix-Universums. Ein Küchengerät für über 1000 Euro. Nur ein Beispiel für einen Trend. Kochmesser, Brillanten besetzt. Cognac zum Preis eines Gebrauchtwagens. Rindfleisch aus Übersee von besonders glücklichen Kühen. Trüffel handverlesen. Statussymbole stehen heute nicht mehr in der Garage, sondern in der Küche. Auf der Welle von Luxus und Genuss surft auch ein Familienunternehmen aus dem rheinischen Heinsberg. Es ist spezialisiert auf den Vertrieb von Premiumfleisch. Das Highlight im Sortiment, Kobe Beef aus Japan, das teuerste Fleisch der Welt. Das ist nicht für jemanden, der sagt, ich habe Hunger und ich muss satt werden. Es ist nur was für einen Spezialisten und es ist natürlich bei dem Preis nur für Leute, die auch bereit sind, das Geld dafür zu zahlen. Und denen ist das dann wert. Der normale Konsument könnte mit dem Produkt nichts anfangen, das ist zu erklärungsbedürftig. Wir haben hier einen Fettanteil, das ist fast 70%. Man sieht eigentlich ja nur noch ganz rote Spots, ein bisschen Fleisch. Und das Ergebnis, wenn man das da hereinbeißt, ist ein unglaublicher Schmelz. Und das ist das Besondere, es ist eine absolute Delikatesse. 300 bis 500 Euro kostet das Fleisch der Kobe-Rinder pro Kilo. Das ist gut 20 Mal mehr als Rindfleisch aus dem Supermarkt. Diese Tiere sind nicht der Massenzucht unterlegen, wie es hier gang und gäbe ist, in dunklen Ställen eingefärscht. Ein Tier merkt das. Und ein Tier, was glücklich ist, produziert auch ein gutes Fleisch. Neben Deutschlands renommiertesten Restaurants zählen 30.000 Hobbyköche zu den Kunden. Die ordern bevorzugt Kobe Beef in kleinen Dosen. Auf die große Portion verzichten selbst Gourmets. Das war das, was wir am Anfang gedacht haben, was wir verkaufen können. Aber wir mussten einfach feststellen, dass das Preisgefüge viel zu teuer ist, weil das sind 2 Kilo Fleisch und die kosten dann ungefähr um die 1.000 Euro. Und dann macht es auch keinen Spaß, mal Sachen auszuprobieren. Und deshalb sind wir auf das portionierte Probierpaket umgestiegen. Das haben wir extra entwickelt, um dem Verbraucher mal die Möglichkeit zu geben, für relativ kleines Geld mal original Kobe Beef zu probieren. Das probieren ganz viele Leute aus und das bringt das Produkt Kobe Beef ganz vielen Leuten auch viel näher. Es muss nicht immer Kobe-Rind sein.
Auf der sogenannten Meat Academy lernt man, wofür man sonst noch sein Geld verbraten kann. Bei der Fleischverkostung präsentieren die Rinderdealer Einstiegsdrogen für Steak-Liebhaber. Die Leute sollen Spaß haben, ganz wichtig heute Abend. Aber vor allem sollen sie natürlich etwas an ihrem Fleischverhalten vielleicht ändern, an ihrem Kaufverhalten, weil sie einfach erkennen, dass auch Fleisch Geschmack hat und dass es Qualitätsunterschiede im Fleisch gibt, weil wir bekommen das ja über die Discounter, bekommen wir das ja gar nicht irgendwie kommuniziert. Also bei denen ist Fleisch Fleisch und das war's. Aber dass es da Unterschiede gibt, Geschmacksunterschiede, auch natürlich Preisunterschiede, das werden die Gäste heute Abend eben spüren und vor allem auch schmecken. Und wer auf den Geschmack gekommen ist, muss dann nur noch lernen, es zuzubereiten. Wichtigstes Hilfsmittel, das Messer. Das ist die Hüfte vom Irish Hereford Rind. Aus der werden wir ein Tartar schneiden. Wir werden das Fleisch nicht wolfen, so wie es ja üblich ist. Wir wollen das Fleisch von Hand schneiden, weil wir dort einfach eine viel, viel bessere Textur und natürlich auch Geschmacksbildung haben. Und da ist natürlich wichtig, dass man das richtige Werkzeug hat, weil es gibt nichts Schlimmeres als stumpfe Messer. Also das Messer liegt auch in einem anderen Preisbereich, wie die wir im normalen Messershop bekommen. Und damit haben wir hier das beste Ausgangsmaterial mit diesem Messer. Die Kochmesser aus einer kleinen Manufaktur in Solingen sind eine Kampfansage an japanische Schneidwerkzeuge, die als die besten der Welt gelten. Die Klingen sind dünn wie ein Haar, hart wie ein Diamant, scharf wie ein Skalpell. Der Bestseller aus dem Sortiment kostet schlappe 490 Euro und schneidet Tomaten so dünn, dass man durch die Scheiben hindurchsehen kann. Dieses Messer kostet etwas mehr als 490 Euro, nämlich 4.900 Euro. Das ist ein Damastmesser mit 401 Lagen, also eine Hommage an die Handwerkskunst. Das ist wirklich ein Modell für Liebhaber. Man nennt dieses Verfahren des Schmiedens Sanmai-Technik. Das war natürlich auch unsere Aufgabe, genau womöglich auch die japanische Kunst noch ein bisschen zu toppen. Die Damastmesser werden in der hauseigenen Werkstatt handgeschmiedet. Mit mehr als 1100 Grad Hitze und reichlich Muskelkraft formt Markus Patschul rohen Stahl zu feinen Klingen. Eigentlich hat Patschul Biologie studiert, doch sein Herz hing zeitlebens am Handwerk. Er ist der Mann, der mit dem Stahl spricht. Vom Kindesbeinen an wusste ich, dass es diese Schmiede gibt. Und ich war in dem Bereich direkt Feuer und Flamme. Das hat sich auch bis heute nicht geändert. Das ist eine ganz eigene Kommunikation mit dem Stahl. Der Stahl sagt mir und umgekehrt natürlich auch, was nötig ist, damit wir in Teamarbeit eine schöne Sache produzieren können. Der Stahl durch seine Farbe, in der Temperatur, durch die Härte, die er unter dem Hammer hat, das Gefühl, das er mir vermittelt, sagt er mir, was er gerade in dem Moment braucht, damit wir gemeinsam sozusagen zum Damast kommen. Es hat für mich auch ein sehr meditatives, konzentriertes Moment. Also man muss mit seinem ganzen Fokus beim Schmiedeprozess sein. Das merkt man auch. Wenn man das nicht ist, dann wird eine Feuerverschweißung nicht gelingen. Jedes Messer ein Einzelstück. Ein Objekt der Begierde, vor allem für Hobbyköche, die sonst schon alles haben. Es sind einige wenige Profis, die sich ein solches Messer tatsächlich leisten können. Aber es sind natürlich auch ambitionierte Köche, die natürlich auch dementsprechendes Equipment bereits zu Hause haben. Und für diese Menschen ist der Betrag auch nicht übertrieben, wenn man berücksichtigt, wie viel Aufwand dahinter steht. Nur eins von drei Messern genügt den Qualitätsansprüchen des Produzenten. Der Rest ist Ausschuss. Maximilian Sander sorgt für den finalen Schliff. Präzisionsarbeit, damit das Messer am Ende alles wie Butter zerteilen kann. Alle unsere Damastprodukte werden von Hand geschärft über 5 verschiedene Steine. Das sind unterschiedliche Körnungen von grob bis sehr fein. Das ist ein Akt, der bei einem Messer sehr schnell auch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dauert. Aber dafür wird man auch belohnt. Mit einem außergewöhnlichen Schneidergebnis. Der Messerschleifer und sein Produkt. So sieht echte Liebe aus. Worauf ich genau achten muss, ist, dass ich den Winkel beibehalte, also nicht zu
stumpf und nicht zu steil, also aufliegen würde. Deswegen wirklich in einen Zug gleichmäßig über die gesamte Schneidenlänge den Winkel beibehalten. Und die Schwierigkeit darin ist, sich zu konzentrieren. Also egal, was in drumherum passiert, wirklich diese Zerspannungswelle. Wirklich nur, ich meine, es sieht nicht nach viel aus, diese einfache Bewegung, aber das beizubehalten, über die gesamte Länge mit der Rundung zu gehen, die in der Klinge auch ist, um auch am Ende auch ein optisch schönes Bild zu haben, wie hier eine schöne Schneidphase von 1 mm über die gesamte Schneide, ohne Wellen drin zu haben, die auch schön glänzt und keine Kratzer mehr zu sehen sind. Leidenschaft ist auch die Triebfeder im Restaurant Fischers Fritz in Berlin. Sie gehen bitte an Tisch 33, ein Rochen, ein Dom. Es geht neu, zwei Kuvert im Restaurant, nach zwei Saint-Pierre, danach zwei Crème Brûlée, à la carte. Wir bereiten vor, ein Rochen, ein Dom. Und wir schicken bitte zwei Onze eine Tellersülze. Trio ist vorbereitet, ja? Küchenchef Christian Lohse gilt als bester Fischkoch der Nation. Sein Restaurant als teuerstes der Hauptstadt. Der St. Petersfisch steht mit 70 Euro auf der Karte. Wir haben hier drei verschiedene Sorten Kopfsalat mit Walnüssen und Weintrauben, kernlos, mit Schale, damit wir diese Tannine noch bekommen. Etwas Walnussöl und einem leicht gesüßten, gesäuerten Dressing und sehr viel Schnittlauch. Und dazu den Saint-Pierre, der kommt auch aus der Bretagne. Und dazu servieren wir eine Brioche-Nussbutter. Also müssen Sie erst den Brioche backen, dauert 2 Tage. Dann müssen Sie trocknen, dauert noch mal 2 Tage, 4 Tage. Und dann haben Sie schon keine Lust mehr. Lohse ist ein Qualitätsfanatiker. Bestimmte Fische haben in seiner Küche Hausverbot. Wir machen zum Beispiel nicht diesen asiatischen Müll wie Wels und oder auch nicht das afrikanische Zeug Zackenbarsch. Ich mag auch eigentlich nicht sehr diese Süßwasserfische. Also ein Hecht, frisch geangelt, ausgenommen, gewaschen, schon im Wasser. Kilo Ware, nicht mehr. Geröstet oder Hechtfüßchen habe ich davon gemacht, finde ich ganz toll. Seifling und Forelle finde ich auch ganz toll, aber Karpfen und so Zeug können sie nicht essen, schmeckt einfach nicht. Schmeckt immer nach Modder, nach Schlick. Wir versuchen auch keine Fische aus Aquakulturen zu verarbeiten. Das Einzige, was wir machen, wir haben einen Wolfsfisch aus Bio-Aquakultur, der ist sehr gut, der ist sehr beständig in seiner Art und Weise. Weil da, der kontrolliert eben alles. So, wir können bitte gehen mit 4 Steinbutt an der Darm. Ja, nein, gerne, überhaupt nicht. Schön. Service bitte Tisch 38. Ja. Dann können wir bitte schicken, eine Mercer, ein Altertal in die Bar, bitte. Ja. Können wir schicken, komm, hau rein. Zwar unsere eine Tellersülze an 36, bitte, Service. Super. Kannst du ja sagen, Alter? Wir brauchen jemanden, der die Tablette sauber macht. Die sehen aus, als ob da ein Bombenangriff war. Vorsicht bitte, hier wird gearbeitet. Gelernt hat Lohse in Frankreich. Dort konnte er frischeste Ware verarbeiten. Die Ernüchterung kam in Deutschland. Heute ist ja nur so, dass die Franzosen nur ungern das Beste rausholen. Aber da ich ja nun lange Zeit dort gelebt habe und weiß, wie die Franzosen ticken. Also wir haben zum Beispiel mal so eine schlechte Ware bekommen und dann habe ich sofort bei den Lieferanten angerufen. Und erst wollte er mit mir gar nicht sprechen. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Monsieur? Sie beschmutzen gerade Ihr eigenes Land. Wir sind die französische kulinarische Botschaft in Deutschland. Monsieur nahm Haltung an und seitdem gab es nur ordentliche Ware. Andernorts spielt nicht das Produkt die wichtigste Rolle. Der Star des Abends heißt Thermomix. Und der soll schließlich verkauft werden, mit einer ausgeklügelten Strategie. Das Erlebniskochen, so heißt es in einem Leitfaden für Vertreter, sei so zu gestalten, dass der Besitzwunsch beim Zuschauer im Laufe der Vorführung immer stärker wird. Wir machen direkt weiter mit dem Dip. Liebe Kira, dann komm, weil du darfst jetzt was ganz Tolles. Du darfst unseren Chip anbringen. Ja. Und zwar, er ist magnetisch. Der Thermomix schnappt gleich danach. Okay. Er schreckt dich nicht. So, genau. Jetzt ist auf dem Display zu sehen, dass das Kochbuch dran ist. Und auch diese Leiste, liebe Kira, da kannst du hin und her scrollen. Jetzt gehst du bitte auf M wie mediterraner Käseaufstrich. M. Das ist wie am Telefon, wie an deinem iPhone auch. Okay. Du bedienst über das Display. Genau. Da. Instinktiv direkt, ja, richtig getroffen, sehr schön. Und wir machen mal einen kleinen Ausflug in die Nährwertangabentabelle. Das heißt, hier pro Portion hast du die Nährwertangaben. Cool. Wen das interessiert, bei Low Carb zum Beispiel, Fett, Cholesterin, Ballaststoffe, ihr habt hier alles. Also für jedes Rezept pro Portion immer sichtbar und könnt hier so ein bisschen eben Kontrolle haben. Ne?
Seit Ende 2014 wurden weit mehr als 1 Million Geräte vom aktuellen Modell gefertigt. Ein Milliardengeschäft für das Familienunternehmen Vorwerk, dessen Ruf auch dann kaum Schaden nimmt, wenn mal ein Thermomix explodiert und seine Besitzerin schwer verletzt, wie kürzlich in Australien. Wähle auf Stufe 1 drehen, 25 Minuten Varoma. Stufe 1, ja? Feuer, genau. So, so setzen wir ein Komplettmenü auf. Wenn du jetzt gerne noch, wie du vorhin gefragt hast, Fisch hättest oder gerne ein Stückchen Hähnchenbrust oder gerne ein paar Hackbällchen dazu, das könntest du hier unter dem Deckel noch dazwischen hängen und dann kannst du das hier komplett in einem Rutsch garen. Auch Profiköche verwenden das Gerät, aber meist nur als Mixer, nicht um ganze Gerichte darin zu garen. Die Kernzielgruppe sind eher jene, die die Küche gerne meiden. Ich koche auch sehr selten, weil ich den ganzen Tag dann in der Uni bin und mir dann da mal ein Brötchen hole oder da. Und dann abends mache ich mir dann auch noch ein Brot. Ich koche halt sehr selten. Weil sie es nicht können oder weil es keinen Spaß macht? Beides. Ich kann überhaupt nicht kochen und es macht mir auch nicht sonderlich viel Spaß. In diesem Wohnhaus formiert sich der Widerstand gegen den Thermomix. Blogger David Seitz gehört zu jenen, die den Siegeszug des Thermomix kritisch sehen. Auch in anderen europäischen Ländern hat sich die Epidemie übrigens schon ausgebreitet. In Madrid soll schon in jedem 5. Haushalt ein Gerät stehen. Es ist halt Kochen, damit man satt wird und praktisches Kochen, aber nichts, was zum Wachsen der Kochkultur beiträgt, wenn man so kocht. Ist ja aber immer noch besser als ein Fertiggericht erwärmen, ne? Das definitiv. Also wenn ich die Wahl habe zwischen einem Gericht aus einem Thermomix und einem Fertiggericht, werde ich immer das aus einem Thermomix nehmen, weil ich weiß, das sind ja auch frische Zutaten. Thermifee Stefanie Holz gehörte früher auch zu jenen, die kochten, weil man nun mal was essen muss. Küchengeräte interessierten sie nicht. Der beste Freund meines Mannes hat seiner Frau zum Geburtstag einen Thermomix geschenkt und sagte, Mensch Steffi, ich mache ein Erlebniskochen, da kriege ich dann noch mal eine genaue Einweisung, wie und was, wie ich mit dem Thermomix umgehen muss. Kommst du, ich brauche 3 Gäste. Da habe ich gesagt, ich komme im Leben nicht. Ich war mal auf einer Bettenparty, da habe ich gesagt, da gehst du nie wieder hin. Und sie hatte eigentlich auch 3 Gäste fest, wovon ihr dann eine krank geworden ist und im letzten Moment, wie gesagt, abgesprungen ist oder abspringen musste. Und dann habe ich gesagt, gut, ich komme, ich esse auch gerne, aber ich kaufe nichts. Das kannst du dir von vornherein schon mal abschminken. Ja, und dann bin ich zu meiner Freundin gefahren. Ja, und dann ging es los, wir haben leckere Sachen gekocht. Und was mich dann total aus den Socken gehauen hat, war diese Mousse au Chocolat, diese schnelle Mousse au Chocolat. Und dann habe ich die probiert und habe gesagt, ich muss dieses Teil haben. Und ich muss aber auch wissen, wie stelle ich das an, dass ich jetzt meinen Mann überzeugen kann. Weil ich wusste schon, wenn ich nach Hause komme und erzähle dem, ich will den Thermomix haben, da sagt er zu mir, du hast wohl nicht mal alle Latten auf dem Zaun. Die Mousse au Chocolat überzeugte ihn schließlich. Seitdem sind Kessel und Kamera im Dauereinsatz. Ein Standardgericht, gemischtes Gemüse. Alles kommt in einen Topf. Ihr braucht im Endeffekt jetzt nur noch den Deckel aufsetzen. Ein bisschen drücken, wenn es ein bisschen zu voll ist. Und dann auf Weiter. So, in 15 Minuten sehen wir uns wieder. Dann werden wir nämlich die Soße zubereiten. Dann ist unser Gericht schon fast fertig. Und ja, bis gleich wie immer. Cut, Pause. Nicht alle sind von den Rezepten so begeistert. Blogger David Seitz findet im Vorwerk-Kochbuch nur wenig, was ihn zum Nachkochen reizt. Das Mixgemüse der Thermifee, für ihn ein No-Go. Hey, hier gibt es zum Beispiel auf dem Teller jetzt so ein Gemüse mit Zucchini, Champignons und Paprika. Und wenn man jetzt mal hier in die Zubereitungsanleitung reinschaut, naja, da werden alle Zutaten gleichzeitig in diesen Einlegeboden gegeben und dann alles zusammen 15 Minuten durchgegart, obwohl ja eigentlich jedes dieser Gemüse eine vollkommen unterschiedliche Gardauer hat, bis es quasi perfekt gegart ist. Das wird dann einfach so eine Art Einheitsbrei für mich. Das ist praktisch, das ist schnell, das ist einfach, aber halt nicht perfekt. Auch das Argument, dass man mit dem Gerät Zeit sparen könne, zieht bei ihm nicht. Denn bei ihm fängt der eigentliche Spaß schon vor dem Essen an. Vertane Zeit beim Kochen gibt es bei ihm nicht. All diese ganzen Prozesse, die beim Kochen dabei sind, also eine Möhre schneiden, das Messer schärfen, Sachen abschmecken, dran riechen, diese ganzen haptischen Dinge, die auch dazugehören, das ist Leidenschaft beim Kochen für mich. Und das fällt in meinen Augen beim Thermomix einfach weg. Man wirft die Sachen rein, drückt 2, 3 Knöpfe und am Ende kommt halt was bei raus, was schon irgendwie vernünftig schmeckt. Meistens schmeckt es gleich, also man hat da nicht
große Varianzen. Man kann natürlich sicher sein, dass es irgendwie vernünftig schmeckt, aber es ist die Spannung einfach weg. Also es wird wahrscheinlich nicht scheitern, aber es wird auch nicht aufregend schmecken. Oh, jetzt habe ich mich geschnitten. Nein. Zeig mal. Schlimme Blutflüsse. Das wär im Thermomix nicht passiert. Ja. Ich meine, Unfälle passieren in der Küche und es ist halt lebendiges Kochen. Das tut mal weh. Spritzt doch mal das Fett ein bisschen ins Gesicht notfalls, aber es lebt halt. Nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld wird an diesem Abend für das perfekte Steak investiert. Ein Händler für Fleischspezialitäten lädt einmal im Monat zur Perfect Meat Academy. Die Gäste erwarten nicht weniger als das beste Fleisch, das auf dem Markt ist. Das Einzige, was einen motiviert, ein super Produkt zu produzieren, ist die Leidenschaft. Und darauf achten wir bei unseren Züchtern. Wir dürfen heute, ich glaube, 14 Züchter weltweit vertreten. Ja? Und das sind, ich sag mal, das sind alles Freaks. Du guckst ihnen in die Augen und du siehst die Leidenschaft, die brennen für ihr Produkt. Wolfgang Otto verkaufte früher Tiernahrung. 2004 stieg er um auf Luxusfleisch. Für ihn damals absolutes Neuland. Heute macht er gemeinsam mit zwei Brüdern Millionenumsätze. Ich war bis zu dem Zeitpunkt, ich glaube, dreimal in meinem Leben bei einem Sternekochessen. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich mich vernünftig ernähre. Das ist seit eh und je. Aber in diesem Segment war ich nicht tätig. Habe es mir auch nur ab und zu gegönnt, in dem Segment zu essen. 150 Euro zahlt jeder Teilnehmer für die Reise durch die Welt der Steaks, Filets und Rinderhüften. Die Gäste, Gourmets und Freizeitköche, die in fleischliche Genüsse oft mehr investieren als mancher Profikoch. Also wir haben unser Haus quasi um die Küche rum geplant. Also wir haben eine freistehende Kochinsel. Also wenn wir in den Supermarkt gehen, die findet mich am ehesten in der Topfabteilung. Also ja, eher als in Klamotten. Der Höhepunkt des Abends, das Fleisch vom Kobe-Rind. Das wird erst seit 2014 nach Deutschland importiert. Und nur zwei Händler haben hierzulande überhaupt die Lizenz, es zu verkaufen. Und das ist Riesenprozedere. Also da kommt dann so ein japanischer Stab mit Medaille und Urkunde. Man tritt dann als Firma in so einen Kobe Beef Club ein. Und dann darfst du dieses Fleisch handeln. Das ist aber nicht so, dass man sagt, okay, ich hätte jetzt gern 50 Fillets und 20 Ribeyes und 10 Rücken. Schick mir das mal rein, sondern du bekommst die Ware immer zugeteilt. Die Folge, auch die Kunden, Hobby wie Profiköche, müssen nicht selten Wochen oder Monate warten, um ein kleines Stück von dem begehrten Fleisch zu ergattern. Das ist ein Produkt so wie Kaviar und Champagner, was man wirklich als absoluten Luxus und kann man mal probieren. Aber ist, glaube ich, für den Alltagsgebrauch so nicht gedacht. Oder das Fett. Die Tiere aus Kobe sind die Zen-Meister unter den Rindviechern. Täglich werden sie 2 Stunden massiert. Das Wellness-Programm sorgt für Tiefenentspannung und für die charakteristischen Fetteinlagerungen, die das Fleisch zu etwas Besonderem machen. Das zerläuft im Mund im Prinzip. Das schmilzt. Kann man nicht vergleichen. Habe ich noch nie gegessen. Das ist wirklich. Kann man mal machen, 300 Euro der Kilo ungefähr. Für einen gewissen Anlass okay, aber natürlich nicht für den Alltag. Köstlich. Fleisch war in Deutschland noch nie so billig wie heute. Noch nie wurde so viel produziert wie im vergangenen Jahr. Es war aber auch noch nie so teuer. Das Land driftet auseinander, auch an der Fleischtheke. Ja, dann sollte man an sich selber denken und sich auch mal was gönnen. Ja. Und wer das nicht tut, das tut mir für die leid. Ja, ich lebe nur einmal und ich möchte das auch genießen. Und dann möchte ich das auch hier und da auch mal mit einer Besonderheit. Und das ist dann so eine ähnliche Besonderheit wie halt ein guter Whisky, wie ein guter Rum, wie ein guter Wein. Und es ist jetzt auch gutes Essen mit dazu gekommen. Es ist nicht die Lust am Genuss, die Stefanie Holz in die Küche treibt. Kochen war für sie lange Jahre eine leidige Pflichtübung. Natürlich habe ich früher auch gekocht, aber es hat mir keinen Spaß gemacht. Es war dieses alltägliche Muss, was nun mal halt sein muss. Und da kann man auch wirklich sagen, dass nach ein paar Tagen sich die Gerichte wiederholt haben und nie was großartig Neues mal ausprobiert wurde, weil es mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Und das ist heute alles ganz anders.
Der Thermomix hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Heute macht sie aus dem Alltag in der Küche eine Show. Ihre Filme vom Live-Kochen stellt sie als Thermifee ins Netz. Geduldig beantwortet sie die Fragen ihrer Fans im Internet. In ihrer Welt ist sie ein Star. Bei Penny hier bei uns im Ort, da ist eine Kassiererin, die liebe Yvette ist das, die hat mich erkannt. Sie sagt, Mensch, Sie kommen mir doch irgendwie bekannt vor, sind Sie die Thermifee? Und ich sage, ja, bin ich. Und ich habe auch einen Thermomix, sagt sie, ich habe auch einen Thermomix. Und seitdem gehe ich natürlich besonders gerne da einkaufen, weil ich immer weiß, wenn ich sie treffe, dass wir immer ein Thema haben, über das wir schnacken können. Also ist schon des Öfteren passiert. Das Gericht, das die YouTuberin mit dem 1000-Euro-Gerät heute zubereitet hat, ist inzwischen fast fertig. Gedünstete Putenrouladen mediterran. Jetzt heißt es nur noch anrichten, fotografieren und das Video ins Netz stellen. Ich zeige euch das jetzt noch mal auf dem Teller. Auf dem Anfangsbild habt ihr das ja schon gesehen. Ja, wenn das nicht Sterneküche ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Sterneküche aus dem Thermomix? Hobbykoch und Feinschmecker David Seitz auf der Suche nach Gerichten, die einen Stern verdient hätten. Wenn man sich jetzt einfach mal anschaut, Spargel mit Kartoffeln, Reissalat, Spargelcremesuppe. Sterneküche ist es nicht. Das ist einfach Standard, bodenständige Hausmannskost. Nicht mehr und nicht weniger. Im Restaurant Fischers Fritz in Berlin weiß man, wie Sterneküche geht. Der Chef am Herd, Christian Lohse, ist ein Freund der klaren Worte. Und nicht kompromissbereit in Sachen Qualität. Und hier haben wir so ein Ding, Zuchtware aus Spanien. Allein an der Farbe sehen wir schon, was da los ist. Das ist irgendwas Gezüchtetes. Die werden gezüchtet mit irgendwelchen Proteinen, damit sie schneller wachsen. Die gehen also fürchterlich auf. Hier haben wir wirklich einen Steinbutt, der ist vom Allerfeinsten. Wir müssen uns gar nicht drüber unterhalten. Er hat seinen guten Schleim, ist nicht gewaschen und es ist irgendwas hier, hier ist Blut dran. Mal gucken. Warte mal. Ja, es ist einfach ganz komisch. Ich steige da überhaupt nicht durch, was das hier sein soll. Also mit dem Fisch hat das nichts zu tun. Es ist einfach, ich steige da nicht durch, was es sein soll. Es macht auch keinen Spaß. Der ist zwar fest und so, aber macht einfach keinen Spaß. Der schmeckt auch nicht. Der schmeckt fast nach Eisen, ja. Ich weiß nicht, was die da machen und das ist natürlich etwas ganz. Der riecht auch komisch. Der riecht nach Gift. So. Den kannst du gleich zurückschicken, den brauchen wir nicht. Ja, musst du erst eine Kiste nehmen, Schatzi. Oder packst du auf die Makrelen, die gehen auch zurück, bitte. Packst du auf die Makrelen, bitte. Lohse ist berühmt für seinen Steinbutt. Jedes Jahr ordert er den Edelfisch im Wert von 130.000 Euro. Täglich werden frische Fische angeliefert, direkt aus der Bretagne. Es geht auch nicht nur um Steinbutt, es geht auch um Knurrhähne, wie wir sie hier haben. Die sind auch sensationell. Ja, einer meiner Lieblingsfische. Alles Bretagne. Seezungen aus der Bretagne. Rochenflügel aus der Bretagne, Saint-Pierre aus der Bretagne, vom Allerfeinsten. Also der Saint-Pierre zum Beispiel wurde noch vor 30 Jahren über Bord geworfen, weil er so hässlich war. Muss man sich mal vorstellen, ja? Jeder Fisch wird einzeln aus dem Netz geholt, jeder Fisch wird einzeln gelegt. Sie haben also wirklich keine Hämatome, nichts, gar nichts. Das ist eine hochrespektvolle Arbeit. Aber es gibt halt nur wenige, die das machen. Und es gibt auch nur wenige, die es kaufen, weil der Preis ist natürlich entsprechend. Ne? Doch die Nachfrage nach hochwertigen Produkten steigt. Kochen ist zum Lifestyle-Hobby geworden. Der Austausch von Rezepten auf Partys längst schick. Delikatessläden, die sich auf außergewöhnliche Waren spezialisiert haben, machen ein gutes Geschäft. Die Kunden achten hier zuerst auf die Qualität und dann auf den Preis. Ich koche heute Abend für 7 Leute und da muss man zum Liebereuter. Von den Garnelen, denke ich, kochen. Wie viel die da? 300. 300? Ja. Es gibt eigentlich nur Fisch. Also kein Fleisch, nur Fisch. Und 6 Gänge. Es gibt zum Beispiel den Skrei auf einem Erbsenpüree mit Erbsen und Minze. Dann gibt es einen Karotten-Couscous mit Lachs-Sashimi. Und zum Nachtisch eine Schokoladenmusselweise mit Passionsfruchtspiegel. 850. Super. Und das kochen Sie ganz alleine? Ja, das ist mein Ausgleich zum Beruf. Forelle Blau war gestern. Auch beim Fisch geht wie beim Fleisch der Trend zum Außergewöhnlichen. Die Dame, guten Morgen. Eccolo qua. Buongiorno. 1,670. Soll ich ausnehmen und. Das wäre super. Schuppen auch? Halbes Kilo ist viel, eh? Ist viel, gell? Wiegt gar nichts. Das ist 510. In Salzwasser kochen und dann kaputt und lutschen. Quello blu, Papagei-Fisch. Pesce pappagallo.
Da fühlt man sich wie im Ausland. Das ist das Schöne, also wie in Italien, wenn man am Markt einkauft. Für mehr italienische Momente sorgt Trüffelhändler Luigi Costanzo. Buongiorno Luigi. Ich habe ein bisschen Perigot gebracht. Schokolade ist Farbe Schokolade und es kommt aus Frankreich. Wenn ich sage, die Breite, dann kriegt einen Schock. Also ich verlange 1 € bis 1,80 €. Ein Gramm. 1.800 € pro Kilo. Das ist schon fast günstig, verglichen mit weißen Trüffeln, die es ab Oktober gibt. Sie kosten bis zu 5.000 €. Also man muss sie wirklich in die Hand nehmen, man muss sie drücken. Sie müssen ein bisschen nachgeben, elastisch sein. Aber es darf nicht zu weit nachgeben, weil sonst sind sie innen hohl oder es ist ein Wurm drin. Die Schnecke. Beispiel, die Schnecke. Ja. Essen Sie gerne Trüffel. Manchmal kommt leider auch mit den Löchern und sind Naturprodukte. Aber ich brauche auch ein paar kleinere. Die kann ich besser. Einmal kleine, runde. Ja, so. Die sind schön. Unsere Privatkunden möchten am liebsten diese Größe, weil der einfach ganz ebenmäßig ist, ja, und rund. Ja. Und dagegen jetzt so einer, der bleibt dann eher mal bis zum Schluss, obwohl er überhaupt von der Qualität genauso gut ist, aber da spielt die Optik einfach auch eine Rolle. Va bene. Durchschnittlich 2,80 Euro gibt der Deutsche für einen Liter Wein aus. Doch auch Flaschen für mehrere hundert, gelegentlich sogar 1.000 € finden ihre Käufer. Jede Flasche eine kleine Investition. Wir haben hier noch einen vom Weingut Quintarelli aus dem Veneto, einen Amarone, einen der besten Winzer Norditaliens, Flasche für 300 €. Absolutes Schätzchen, es ist eine absolute Rarität, gibt es nur sehr, sehr wenig davon. Da haben wir hier noch eine Rarität aus der Toskana, ein Kultwein, Masseto ist der Name, liegt die Flasche bei 590 €. Wir haben das große Glück, dass wir in München absolut unabhängig sind, was Krisen betrifft. Wenn es wirtschaftlich nicht so läuft, in München wird trotzdem dann immer noch sehr gerne gegessen und getrunken. Auch solche Flaschen hier? Auch solche Flaschen. Der Markt für Luxusgüter rund um die Küche boomt. Noch nie haben die Deutschen für Ausstattung so viel Geld ausgegeben. Messer gibt es mittlerweile auch zum Preis eines Sportwagens. Unikate, mehr Schmuckstück als Werkzeug. Dieses Messer ist ein wirklich sehr außergewöhnliches Exponat. Die Zwinge ist aus purem Platin hergestellt. Die vielen Brillanten sind lupenrein, das war uns sehr wichtig. Und Sie sehen in der Mitte den ganz besonders großen Brillanten. Dieses Messer kostet 80.000 € in dieser Ausführung. Diese Kochmesser der Superlative sind allerdings nicht unbedingt etwas für den deutschen Markt. Und eigentlich auch zu schade zum Zerteilen von Fleisch oder zum Schneiden von Petersilie. In die Arabischen Emirate haben wir schon diverse Messer verkauft. Und natürlich gibt es Menschen, die 10 Ferraris haben und die wollen dann natürlich auch noch was anderes haben. Also wir können uns diese Dinge ja eigentlich kaum vorstellen. Aber es macht natürlich erstmal Spaß, das handwerklich zu erstellen. Selbst wenn wir sehr genau wissen, dass dieses Messer wahrscheinlich nie in der Küche zum Einsatz kommen wird. Die zwei Seiten der Luxusindustrie. Manchmal geht es nur um die Show, um den schönen Schein. Andere haben den Anspruch, bleibende Werte zu schaffen. Ist es nicht schön, dass es Verrückte gibt, wie unser eins, die sagen, uns interessiert nicht billig, sondern uns interessiert nur gut, und zwar möglichst sehr gut. Und genau weil wir diese Philosophie haben, werden bestimmte Leute uns wirklich mögen, weil sie haben einfach keine Lust mehr auf Dinge, die heute gekauft werden und übermorgen in den Mülleimer verschwinden. Eine Haltung, die auch Petra und Ernst Feistle teilen. Das Paar hat 2 Leidenschaften. Schicke Segeljachten und gutes Essen. Mindestens einmal am Tag wird im Hause Feistle gekocht. Meistens aufwendig und stets mit hochwertigen Zutaten. Fertiggerichte kommen den beiden nicht ins Haus. Ich glaube, im Verhältnis geben wir viel Geld für Lebensmittel aus. Mhm. Ja. Aber es ist immer noch günstiger als in Sterne
Lokale zu gehen oder das Ganze woanders zu essen. Und wir haben sogar festgestellt, dass das Auswärtsessen wird immer ein bisschen schwieriger, je mehr man zu Hause gut kocht, wenn man es natürlich auch vergleicht. Und das hebt den Standard, dann wird die Auswahl geringer oder auch teurer. Oft werden sie von Freunden eingeladen, die ihre Begeisterung für gutes Essen teilen. Doch unlängst erlebte das Paar eine unangenehme Überraschung. Der Übeltäter, ein Thermomix. Thermomix ist absolutes No-Go. Also ich habe eine Freundin, die kocht wirklich hervorragend, ganz perfekt. Und seit sie den Thermomix hat, sind bei ihr die Suppen, Soßen, einfach alles wie im Altersheim. Thermomix, Freund oder Feind? Beim sogenannten Erlebniskochen ist der Hauptgang fertig, nach einer guten Stunde. Aber sieht er wirklich appetitlich aus? Und schmeckt er vielleicht doch eher wie in einer Kantine, wie im Krankenhaus, im Altersheim? Die Fans der schnellen Küche scheint das nicht zu stören. Perfekt. Das Gemüse al dente, ganz toll. Richtig, ja. Ich hab da jetzt nur ein Problem, wenn ich Gäste einlade, einen Koch, die sagen, ach Gott, kochst du so toll, wenn die dann den Thermomix sehen, sagen die, das kann jeder. Kann jeder ein Sternekoch werden. Genau. Ist das Sterneküche für Sie hier? Ja, also wenn man es richtig zuordnet, doch, würde ich schon sagen. Für echte Sterneküche braucht es mehr als einen Kochautomaten. Nämlich Zeit, Hingabe, jahrelange Erfahrung und das richtige Gespür für den Umgang mit sensiblen Produkten. Wir braten alle Fische oberglasig. Also Kerntemperatur 54 Grad Celsius. Da hat es vor 20 Jahren reichlich Informationen gegeben. Rohen Fisch würden sie nicht essen. Im gleichen Atemzug sitzen sie in der Sushi-Bude und essen das Zeug roh. Eiskalt. Ich habe dich nicht so ganz verstanden, muss ich auch nicht. Aber heute ist es so, also haben wir Maßstäbe gesetzt, dass einfach der Fisch glasig gebraten wird. Manche gehen auf eine Kerntemperatur von 60 oder 62. Wir sind der Meinung, 54 Grad ist schön. Der Signature Dish, der Vorzeigeteller im Zwei-Sterne-Restaurant Fischers Fritz, steht mit 90 Euro auf der Karte. Also das ist der Steinbutt, den haben wir an der Grete gebraten, als Darn, wie wir das nennen. Und wir haben ihn perfekt gebraten, wie wir sehen, glasig. Das Ding muss dann schneiden wie ein Steak. So. Vorsicht bitte, Herr Matz. Danke. Daneben, das sind Pariser Erbsen. Also Pariser Erbsen sind Schalotten angeschwitzt mit Erbsen und etwas Speck. Den Speck, da haben wir Lardo di Colonnato genommen, also fetten Speck. Und dazu gibt es eine Lavendel-Beurre Blanc, eine klassische Beurre Blanc-Reduktion von grauen Schalotten, Verjus. Und dann mit halb gesalzener bretonischer Butter aufgefüllt und dann machen wir so ein paar Lavendelspitzen rein. Ich sag mal so, das sieht jetzt so ganz einfach aus, aber wenn man sieht, wo der Fisch herkommt, welchen Weg er gelaufen ist, wo die Erbsen herkommen, wie wir alles anbauen, zusammenbauen etc. Riesenaufwand, ne? Von richtigen Köchen wie Christian Lohse und Co. kann der Thermomix auf jeden Fall noch sehr viel lernen.